Hallo ihr Lieben, heute habe ich mir mal aus dem Internet Dillbrötchen rausgesucht und zwar von der Seite mamasrezepte.de. Das werde ich mit euch heute machen. Dazu brauchen wir einen Würfel Hefe, einen Teelöffel Zucker, 5 bis 6 Esslöffel lauwarmes Wasser, 500 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Salz, ein gehäufter Teelöffel Backpulver, 250 Milliliter Buttermilch oder Milch, 50 Gramm weiche Butter und 1 bis 2 Bund Dill. Das soll zusammen 20 Gramm ergeben. Wir werden jetzt erstmal den Dill mahlen, also einhäckseln. Dafür mache ich den mal so rein. Sehen, ob das überhaupt funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Das war jetzt hochgedreht, 6 Sekunden von 5 auf 8. Das sieht richtig gut klein gehäckselt aus. Das fülle ich jetzt um. Hier seht ihr das, dass es alles klein ist. Das fülle ich jetzt mal um. Brauchen wir nachher erst. Ich spüle den Topf aber nicht aus. So. Jetzt nehmen wir 6 Esslöffel lauwarmes Wasser. Tun wir da mal rein. Obwohl. Nehmen noch 5. Weil das ist dieser Hefeansatz, den die machen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht hätten wir das Wasser gar nicht gebraucht, aber das werde ich euch nachher berichten, wie die Brötchen sind. Ich mache das jetzt mal so. Da brösel ich jetzt den Würfel Hefe rein. Mache einen Teelöffel Zucker dazu. Und werde das jetzt 2 Minuten, dass sich die Hefe löst. 2 Minuten, 37 Grad, Stufe 1 machen. So, das hat sich aufgelöst. Die Hefe, jetzt werde ich alle anderen Zutaten dazugeben. Und zwar sind das 250 Gramm Milch oder Buttermilch. Ich nehme jetzt normale Milch. Dann 50 Gramm Butter. Dann 15 Gramm Salz. Das sind 2 Teelöffel. Bei mir sind das kleine, da muss ich mehr machen.
Dann machen wir einen gehäuften Teelöffel Backpulver. Steht so im Rezept. Mache ich da auch jetzt zu. Und 500 Gramm Mehl. Ich nehme jetzt hier den 405er. So. Und das Dill machen wir dazu schon. So, das kneten wir jetzt 4 Minuten. Machen wir 4 Minuten auf Teigstufe. So, das hat jetzt fertig geknetet zu einem Teig. Auch ein schöner Teig geworden. Da forme ich jetzt Brötchen. Zu 80 Gramm sollen die schwer sein. Mal sehen, ob ich das so hinkriege. Die forme ich jetzt und lege die auf ein Backblech und lasse die dann nochmal 30 Minuten gehen. So, ich habe mir jetzt den Teig in 12 Teile geteilt und mache die Brötchen. Die schleife ich jetzt und lege die auf ein Backblech. So sehen die aus. Das mache ich jetzt mit den ganzen Teiglingen. So sehen die jetzt aus, die Brötchen. Daher, die lasse ich jetzt abgedeckt 30 Minuten gehen. Und der Backofen soll vorgeheizt werden auf 200 Grad. Dann werden die Dillbrötchen zunächst bei 200 Grad 15 Minuten gebacken. Die Backofentemperatur auf 175 bis 180 Grad zurückschalten und die Brötchen noch weitere 10 Minuten langsam fertig backen. Ich werde das auf Ober- und Unterhitze backen, also 15 Minuten 200 Grad und 10 Minuten 175 bis 180 Grad. Ich werde euch nachher das Ergebnis zeigen. Anstatt Dill steht hier jetzt, könnte man auch Kräuterbrötchen machen. Da könnte man Petersilie, Schnittlauch, Basilikum oder Bärlauch verwenden. Anstelle der frischen Hefe kann man auch 2 Päckchen Trockenhefe benutzen. Das steht hier jetzt als Tipp. Und eben halt die Milch als Buttermilch ersetzen. Und dass diese Brötchen ausgekühlt sich sehr gut als Vorrat einfrieren lassen. Ich werde euch nachher das Ergebnis nochmal zeigen und wünsche euch dann viel Spaß beim Nacharbeiten. Tschüss! Hier habe ich jetzt die leckeren Dillbrötchen aus dem Ofen geholt, genau nach der angegebenen Zeit. Und ich muss sagen, die sehen total klasse aus. Ich bin gespannt, wie sie nachher zum Grillen schmecken. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nacharbeiten, wenn euch das Rezept gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!